Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Es ist jetzt inzwischen 2:30 mitten in der Nacht und das ist endlich das erste Mal, dass ich dazu komme, hier im Eclipse was aufzunehmen, ohne dass der Server wieder runterfährt oder zu langsam reagiert oder so. Er reagiert immer noch nicht schnell auf das, was ich hier mache. Das präsentiere ich mal eben, indem ich hier vom Direwolf A auf den Direwolf B klicke. Dann sehen wir, schwupp, jetzt, das ging verhältnismäßig unfassbar schnell, dass der die Variante ist, da ich es mal eben gewechselt hat, aber, ich hatte hier gerade auch schon Wartezeiten von so 15 Sekunden oder sowas, bis er mir den nächsten Mac geladen hat. Also das ist im Moment ein bisschen krass. Es ist heute auf jeden Fall am 17. Juni der Patch, mit dem die Clan-Macs endlich ins Spiel gekommen sind. Insgesamt 8 unterschiedliche Chassis sind da vorhanden, also pro Gewichtsklasse 2 Stück. Und ja, zu den Clan-Macs werde ich nochmal ein extra Video machen, zu den Clan-Macs, zu Clan-Tech, also zu deren Waffen und sowas, wie man einen Clan-Mac aufbaut, was die Unterschiede zu den Inner-Sphere-Macs sind, also zu den Kisten, die wir bis jetzt immer so parat haben. Und das Video werde ich allerdings erst aufnehmen, wenn die Server ein bisschen stabiler laufen. Also ich hoffe, dass es im Laufe dieser Nacht noch irgendwann sein wird, beziehungsweise möglichst bald, weil ich glaube, allzu lange werde ich mich dann doch nicht mehr wach halten, weil, wie gesagt, es ist jetzt schon 2:30. Und ich werde euch jetzt einfach nur den Rest der Patch-Notes präsentieren und dabei ein bisschen mich hier durchs Mac-Lab klicken, wenn irgendein Mac geladen hat, den vielleicht mal ein bisschen hin und her drehen und ja, ne? Fangen wir einfach mal an. Bei Geschütztürmen, die Dinger aus dem Assault-Modus, da wurden die Lebenspunkte von 100 Punkten auf 60 Punkten verringert, finde ich vollkommen okay, weil die teilweise eben noch immer relativ schwer zu knacken waren oder man ziemlich viel draufhalten musste. Da kann man sich, denke ich, sich schon mit arrangieren. Dann wurden bei Machine Guns, egal ob es die Clan Machine Guns sind oder die Inner Sphere Machine Guns, der Schaden von 0,1 auf 0,08 reduziert. Was vollkommen in Ordnung ist, denn zuvor gab es bei Machine Guns einen Bug, wenn man damit Dauerfeuer auf den Gegner gehalten hat, dann haben sie nicht ihren vollen Schaden gefahren. Und dieser Bug wurde jetzt behoben, was da heißt, sie könnten tatsächlich ein bisschen zu overpowered werden, also ein bisschen zu stark. Deshalb finde ich diesen Nerf quasi vollkommen okay, dass der Grundschaden ein bisschen verringert wurde. Dafür fahren sie es aber halt wieder insgesamt betrachtet den vollen Schaden. Ich denke mal, dass sich das so ein bisschen ausgleicht, dass sie die Zahlen da gut verglichen haben. Dann wurden Autocannons, Ultra-ACs, also Ultra-Autocannons, verdammt nochmal, wurden überarbeitet, beziehungsweise die Mechanik, wie man die Dinger benutzt. Man kann jetzt nicht mehr einfach Dauerfeuer gedrückt halten und die Dinger prasseln einfach auf den Gegner nieder. Man muss jetzt immer die Waffengruppe, die Taste dafür richtig die ganze Zeit hämmern, damit man auch diesen Zusatzschuss hat. Wenn man die auf Waffengruppe 2 hat, also auf der rechten Maustaste zum Beispiel, und einfach nur abdrückt und gedrückt hält, dann passiert weiter nichts bis auf einen Schuss. Und wenn man dann noch öfters schießen möchte, dann muss man halt die ganze Zeit die rechte Maustaste hämmern. Finde ich persönlich irgendwo eine coole Idee, das ist eine coole Mechanik, also der eine oder andere wird sich daran stören, der wird ein bisschen rummeckern, bla bla bla, was auch immer. Dass das das Ganze unnötig schwierig macht oder so, aber ich persönlich finde das tatsächlich eine ziemlich coole Überlegung, weil die Waffe so sonst ein bisschen zu einfach ist, tatsächlich so von der Benutzung her. So kann man halt einfach nochmal die Dinger benutzen und es ist eigentlich nicht schwieriger als zuvor, das habe ich auf den Testservern schon so miterlebt. Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich finde, es fühlt sich cooler an. So hat man nochmal ein bisschen mehr, klingt zwar seltsam, aber mehr eine Verbindung zu der Waffe. Man hat ein direkteres Feedback, man muss die ganze Zeit richtig hämmern, damit man irgendwie eine Reaktion von der Waffe bekommt. Und die Reaktion, die kommt dann halt auch prompt, wenn man wirklich richtig hart die Maustasten hämmert. Und das fühlt sich halt einfach ganz cool an insgesamt. Naja, direkt weiter nochmal zum nächsten Thema. Es gab einige coole Bugfixes, der Bugfix und so ein Scheiß, also Short-Range-Missiles, die SRM-6er und das ganze Gegröße. Das funktioniert jetzt komplett. Die machen jetzt ihr volles Schadenspotenzial und so, sie treffen voll und ganz. Es sollte keine Short-Range-Missile mehr irgendwie durch den Gegner hindurchgehen oder einfach keinen Schaden machen oder so. Es dürfte jetzt prinzipiell alles funktionieren. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Vor allem in der Kombination mit einem anderen Bugfix, der auch eine Waffe betrifft, nämlich Medium Laser. Also ihr merkt schon, bei einigen Waffen war irgendwie doch noch ein bisschen was im Argen, was ich selber gar nicht so mitgekriegt hatte, aber ich finde es gut, dass es halt behoben wurde. Nämlich Medium Laser haben scheinbar auch nicht unbedingt ihren vollen Schaden ausgefahren, wenn man auf den Gegner draufgeballert hat, auch wenn man die ganze Zeit das ein und dasselbe Bauteil mit dem Strahl getroffen hat, durchgehend, also wenn man wirklich gutes Laser-Aiming hatte, dann kam es vor, dass trotzdem nicht der volle Schaden gefahren wurde, was natürlich ein bisschen schade ist. Und das haben sie jetzt entsprechend behoben.
Und das macht jetzt zum Beispiel, mal schauen, ob Sledge hier den Prime Adder hat es noch immer nicht geladen. Mein Lieblingsstalker. Oh, den lädt er schnell, den kennt er schon. Also das Ding hier mit der wirklich besten Camo überhaupt, so entdeckt man mich kaum. Wirklich geil, ich kann mich überall anschleichen. Auf jeden Fall ist dieses Teil ausgestattet mit 6 Medium-Lasern und 4 Short-Range-Missile-6ern. Und wenn man bedenkt, dass jede Waffe vorher nicht ihr volles Potenzial ausgefahren hat und ich mit dem Mech schon so ziemlich hart abgeräumt habe, dann dürfte das nochmal wirklich sehr interessant werden. Ich werde mit diesem Mech, glaube ich, gleich auch einmal, um die Serverstruktur zu testen, in ein Match droppen und mal schauen, was dabei so rumkommt. Wenn man sich das anschaut, Firepower in einem Alpha 81, ach, doch 81,6 Schaden. Das ist wirklich brutal. Das ist eines Clan-Mechs würdig. Booyah. Ansonsten gab es noch einige Bugfixes. Es gab ja sehr viele Spieler, die irgendwie einen Disconnect hatten, wenn sie einem Spiel beigetreten sind. Das dürfte jetzt so in der Form nicht mehr unbedingt vorkommen. Mensch, Mechs, die ich schon hatte, die laden jetzt relativ schnell im Mechlab. Oh, das ist ganz cool. Das betrug einmal, wenn man auf den Launch-Button gedrückt hat oder wenn man in ein Spiel connecten wollte direkt und hast nicht gesehen, da gab es unterschiedliche Bugs, die behoben wurden, sodass jetzt tatsächlich wieder mehr so 12 versus 12 sein sollte, anstatt 12 versus 11 oder 10 oder 12 versus 9 hatte ich auch schon. Also das dürfte jetzt alles so ziemlich behoben sein. Ihr findet so sonst den letzten Rest der Patch Notes als Link in der Videobeschreibung zu dem üblichen sonstigen Linkgegröße, was ihr bei mir immer in der Videobeschreibung finden könnt. Und da werdet ihr in den Patch Notes auch Bugfixes sehen, die die Testserver betreffen. Also das, was auf den Testservern eben noch nicht so rund lief und so, was überarbeitet wurde, das steht auch mit in den Patch Notes drin. Das ist interessant für alle jene, die es wirklich genauer verfolgt haben oder so. Für alle anderen ist es eigentlich egal, weil es jetzt so der Ist-Zustand ist, wie sie es das erstmal kennen, das passt schon. Aber ihr findet in dem Link auch eine grobe Info zu ein paar Besonderheiten von ClanTech, die heute in dem Forum noch aufgetaucht sind. Und die Specs zu jedem der Chassis von den ClanMechs. Was da heißt, ihr könnt euch wirklich ganz genau angucken, welche Variante wo wie was kann und sowas. Alles mit drin in der Videobeschreibung. Und ja, das Video ist jetzt auch echt schon wieder verdammt lang geworden. Dabei dachte ich, dass es echt wenig wäre, was ich da so zu erzählen habe. Aber nun gut, egal. Auf jeden Fall, das Clan-Tag-Video, das wird noch folgen. Ich hoffe, möglichst bald, hoffentlich, wie gesagt, dass ich es heute Nacht noch aufnehmen kann. Und wenn nicht, naja, morgen ist auch noch ein Tag, ne? Und in diesem Sinne, Leute, erstmal haut weg und gute Nacht.